Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark. Das macht ihr sehr schön. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Ich muss euch ehrlich sagen, mir ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich habe nämlich versucht, in der letzten Folge den Fisch zu zähmen. Und wie ihr sehen könnt, gab es keine letzte Folge. Ich habe natürlich mal wieder den Anfängerfehler gemacht. Ich habe vergessen, mal wieder Aufnahme zu drücken. Ich wollte die Folge eigentlich schon längst schneiden und auch hochladen. Doch dann habe ich bemerkt, oh, warte mal, das ist doch die Aufnahme von vor 2 Tagen. Hä, die Folge hast du ja schon hochgeladen. Ja, deswegen zeige ich euch gleich, welchen Namen ich genommen habe. Dann zeige ich euch den neuen Zuwachs, den wir haben. Und dann schauen wir gleich mal, was wir zähmen werden. Ich habe mir überlegt, den Fisch zähmen wir erstmal nicht. Das ist ein bisschen speziell, sagen wir mal so. Aber ich gehe da gleich noch näher drauf ein. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die liebe Sunny. Die ist tatsächlich schon ausgewachsen. Eine ganz tolle Maus, die probieren wir gleich aus. Und hier unten, da haben wir Luna. Hallo Luna, meine kleine Affendame. Ja. Wir nehmen einmal Sunnyfix mit. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier den hübschen Konkavenator. Der hat übrigens keinen Namen, ist ein Männchen. Also wenn ihr ein paar Namensvorschläge habt, dann gerne damit in die Kommentare. Ja, den brauchten wir, weil er hat einen ganz bestimmten Buff, den er beim Beißen macht. Und den hätten wir gebraucht für den Fisch. Da hätten wir den Fisch nämlich einmal beißen müssen und erst dann hätten wir den Fisch Topo machen können. Problem ist aber, wir müssen den Fisch einfangen und er muss im Wasser komplett drin sein. Das Einfangen ist ja nicht das Problem. Problem ist, wir haben, beziehungsweise ich habe ihn eingefangen, aber ich mache ihm keinen Schaden. Also ich habe mit ihm raufgebissen bis zum geht nicht mehr, aber ich habe keinen Schaden gemacht. Und wenn, dann habe ich ihn vielleicht ein einziges Mal oder zweimal getroffen. Ich hatte ihn auch hoch auf 10.000 Topor. Problem ist aber, der junge Mann, beziehungsweise der Fisch, der hatte 30.000 Topor. Also es ist ein bisschen tricky, würde ich sagen. Diesmal bin ich aber nicht ganz unvorbereitet für diese Folge. Ich habe mir tatsächlich die guten Pfeile fertig gemacht. Nicht Immersive Taming, sondern diese Topo-Pfeile. Da werden wir gleich ein bisschen auf die Jagd gehen. Ich habe tatsächlich schon einen Dino in Aussicht, den wir uns holen werden. Lasst euch überraschen. Ich finde, der sieht eigentlich ziemlich nice aus. Genau, jemand hat ja auch gesagt, ich soll MC Hammer mit Stimberries füttern. Habe ich Stimberries noch im Inventar? Nee, habe ich nicht. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe 126 Pfeile. Also, ich habe ein bisschen was. So, dann probieren wir das doch mal aus mit Stimberries. Ist nicht MC Hammer, machst du irgendwas? Stimberries? Irgendwie nicht, ja. Gut. So, dann kommst du auf die Schulter bitte. Und dann probieren wir Sunny aus. Sunny ist schnell. Aber, und jetzt zeige ich euch das, die ist stark. Ihr seht ja, sie macht Blutungsschaden und sie macht 551 Schaden. Und das hier ist total cool. Zack, gut. Der Kleine hatte tatsächlich keinerlei Chance. Das geht. Gut. Die verpuffen. Die haben gar keine Chance. Jetzt natürlich müssen wir das bei dem hier ausprobieren, der natürlich wieder wie ein Luftballon gleich wegfliegt. Ich sag's ja, es ist ein Hups. Ein Luftballon. Ja, Ziel für heute ist, wir wollen jetzt gleich ins Wüstengebiet, beziehungsweise eher ins Schneegebiet. Oha. Oh mein Gott, seht ihr hübsch aus. Der, oh Gott, oh Gott. Warum alles, was schön aussieht, warum will mich alles angreifen, was hübsch ist? Oh Mann, oh. Oh, Konkavenatoren. Guckt euch die an. Level 77, Level 21 und Level 28. Die sind so toll und schaut euch die an. Die sind so verdammt schnell, ne? Da. Schaut euch das an, wie schnell die einfach sind. Die sind so cool. Aber die möchte ich auch richtig zähmen. Die will ich auch nicht so mit der Immersive Taming Mod zähmen, sondern richtig. Apropos Raptoren. Es gibt hier Blue, Echo, Charlie und Delta. Ich habe sie immer noch nicht finden können. Ich weiß aber auch leider nicht, wo sie sind. Oder wo sie sein sollen. Ich habe keine Ahnung. Einige von euch haben gesagt, ja, im Schneegebiet. Ich habe das Schneegebiet wirklich schon öfters abgesucht nach den anderen, aber ich habe sie bisher nicht finden können. Da, 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 da! Hops! Nein! Ich will's retten! Lasst es in Ruhe! Es ist meins! Ja, kleines Tuff-Tuff. Den kann man passiv zähmen und der ist so niedlich. Was haben wir denn da? Der ist so goldig. Das ist so ein richtiges Goldstück. Ich sag's euch so. Oh. Öffnen bitte.
Wir haben einen besseren Helm, den setzen wir... Ach nee, der ist nicht besser. Oh, na gut. Was ist das? Snow... Eulenkotze. Da ist er. Guck mal. Guck mal. Ist er, die süß? Hey, du kleine Flussbibel. Hör auf, wegzurennen bei mir. Da ist er. Er hat sich wieder beruhigt. Ready to eat. Mein Baby ist ready to eat. Oh, verdammt. Haben wir kein Basic Kibble? Haben wir kein Basic Kibble? Haben wir kein Kibble? Warte mal. Ach! Da renne ich jetzt hinterher mit. Gib ich diesen Basic Kibble hier. Nein, 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 nein. Komm nicht auf mich zu. Ich will dich haben. Du bist so sweet. I want you. I want you. Ha! Hallo! Ja, ja, ja. Schaut sie euch an. Ist sie nicht süß? Oh! Meins, meins, meins. War da nicht gerade noch ein Rex? Ja. Meins, meins, meins. Ich hab ja gesagt, ich will am liebsten in jeder Folge etwas Kleines, Süßes sehen. Leider findet man die Kleinen hier nicht so oft. Es ist so süß. Echo, wir haben Echo, 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 Echo. Echo, 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 Echo. Bam, got you. Du wirst jetzt mein sein, du wirst mein sein. Echo wird mein sein. Das heißt, wir fliegen jetzt da wieder zurück zu der Stelle, wo wir eben die kleinen Leas gezähmt haben. Ah, das ist ein Pegomaster, das ist mir egal. Oh mein Gott, schau mal, wir haben Echo. Echo, oh Gott. Echo, Echo, Echo. Bitte nicht brüllen, bitte nicht brüllen, bitte nicht brüllen, bitte nicht brüllen. Dankeschön. Hab dich auch lieb, Rex. Natürlich habe ich jetzt meine blöde Bola nicht dabei, aber egal. Charlie. Echo. Oha. Echo. Komm her. Nein, 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 nein. Mist, ich brauche eine blöde Bola. Oh. Ich bin sowas von unvorbereitet, ne? Egal. Wo ist er? Ach ja, ich porte mich jetzt nochmal zurück. Bola, 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 Bola. So, meine kleine süße Dame, du darfst einmal hier Platz nehmen, ja, Sweetie? Für die kleine süße Maus dürft ihr gerne ein paar Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ey, sie ist so süß. Guckt sie euch mal an. Ja, Sweetie. Oh, diese Äuglein. Oh, sie ist so süß. Ich liebe sie. Ach, jetzt habe ich sie getroffen. Aha. Nachladen. Schuss, 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 Schuss. Okay, sie liegt. Sie liegt, sie liegt, sie liegt. Das heißt, wir müssen doch nochmal fix nach Hause. Queen, Baby, ich komme. Ich brauche dich. Ich glaube, jetzt ist alles, was hier gefährlich werden könnte, vorerst weg. Das ist gut. So, Baby. I've got something nice for you. Bitteschön. Oh Gott. Ah! Ja. Oh, hallo, Baby. Hallo, Echo. Oh mein Gott, du siehst gut aus. Ja, mit dir rede ich. Oha. Dann probieren wir dich doch mal fix aus, Mäuschen. So, dann wollen wir doch mal. Echo, Schätzelein, let's go. Also Echo ist wirklich langsam. Aber mal gucken, was die Stärke sagt. Ja. Wenn man die Dame levelt, dann auf jeden Fall. Dann geht das schon klar. Sie macht doch nur, guck mal, die kriegen nur 3 Schaden ab. Ach, habt ihr es gerade gesehen? Mist, ich hatte zu schnell weggemacht. Da! Ja! Ja! Aber das ist irgendwie... Ach. Ah, sonst kann sie halt nichts weiter, ne? Cool, oder eher? Nee, kann sie nicht. Aber egal, die ist voll cool. Ich mag sie. Ups. So, mein Schätzelein.
Dann fliegen wir dich einmal wieder nach Hause. Boah, die sieht so gut aus. Klar, die Raptoren hier. Schaut euch die Federn und so an. Die sehen schon nice aus. Aber... Oh mein Gott. Gorgeous. Sweetie. Du darfst zu deinen anderen Raptorenfreunden gehen. Okay. Ja, sie ist definitiv größer. Ich bin so stolz auf meine Raptoren, ne? Vor allem hier das Männchen von der Jurassic Park Mod. Oh mein Gott, ich lieb's. Aber Echo. Echo, du bist so schön. Wo sind die anderen? Manu, ich will die anderen auch. Oh. Hallo, Indo. Hallihallo. Der Indoraptor und der Indominus, die kämpfen gegeneinander. Habt ihr es gesehen? Schau, guck, sie bekämpfen sich. Ihr seid doch vom selben Blut. Naja, von derselben DNA, aber... Oha. Oha. Oh, Alpha Kano. Komm, klatschen wir einen Alpha Kano. Let's go. Das ist zwar ein ganz normaler, aber... Da kommt gar nicht an uns ran. Ach, süß. Süß. Hat ihr gar keine Chance gegen uns. Oh. Wir brauchen diese anderen Alphas, weil da kriegen wir dieses bestimmte Kippel her. Und wir kriegen diese Loot-Creates-Dinger. Also schaut euch das mal an. Ich habe noch nie so ein Aggro gesehen. Der ist ja wie so ein Regenbogen. Schaut ihn euch an. Der ist ja schön. Wow. Ein richtiger Regenbogen, ey. Oh mein Gott, den hätte ich auch Rainbow genannt. Oh! Was bist du? Dich will ich! Nein! Das Pleto, Tabo, aus! Du gehst weg! Was seid ihr denn für Kreaturen? Den will ich haben, der sieht ja lustig aus hier. Bam! 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 Okay, der greift an. Ja. Oh mein Gott, wir haben eine Blutung. Die kommen hier nicht raus. Dann nehmen wir dich einfach mit. Was will? Wie er sein Kopf. Hä? Hat du Brot? Hat du Brot? Der ist cool, den brauchen wir. Den nehmen wir uns mit. Den lassen wir jetzt hier runter. Schwupp. Und dann gehen wir hier oben drauf. Fertig. So, ich würde sagen, let's go. Es ist zwar ein Pflanzenfresser, aber... Sein Kopf, oh mein Gott, er tut mir ein bisschen leid. Ja, bleib ruhig da stehen, Schnucki. Alles wird gut, du kommst bald zu mir. Oh, den könnte man eigentlich richtig cool Blue nennen. Weil der wirklich blau ist. Nein! Nein, meine Waffe ist einfach kaputt. Och, nee. Als ob genau jetzt meine Waffe kaputt geht. Oh, Manu. Ich will diesen ulkigen Piepmatz haben. Den könnte man auch cool Dumbo nennen. Aber ich will den haben. So, Mr. Giant Raptor. Wir sind wieder da. Wir sind back in the game. Hier ist Gott sei Dank auch nichts auf der Insel, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Expansional Kibble. Haben wir das? Queen? Haben wir das? Queen? Haben wir das? Das Kibble. Mal gucken. Kibble. Ja, haben wir sogar. Ist das das? Ja, haben wir. Guck mal, Piepmatz. Piepmatz? Ja gut. Das ist die lebendige Brücke. Bitteschön. Stimmt eigentlich, in der Zeit, wo du ja hier liegst. Queenie, wollen wir mal gucken gehen, ob wir da noch mehr finden? Let's go. Was ein Zufall. Ich habe den noch nie gesehen. Also den hier habe ich schon öfters gesehen, ne? Aber unseren hübschen... Pardon. Aber unseren hübschen hier, unser hübschen Giant Raptor, den haben wir noch nie gesehen. Ja, Ruhe da unten. Ruhe auf den billigen Plätzen. Na gut, da sollten wir halt nicht zu nah ranfliegen, weil wenn der Rex brüllt, dann fliegen wir wieder vom Dino. Das ist ein bisschen nervig, aber ja. Oh, hier, was ist da? Was sind das denn hier für welche? Akrokando? Oh, Jesus, also... Okay, der kleine Mini-Giga sieht ein bisschen kaputt aus. Eieieiei, was ist denn hier los, Mensch?
weiß nicht, wie stark der ist. Den nehmen wir noch mit. Ist der hübsch? Ist der hübsch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch der aus Atlas, oder? Bam. Schlaf. Ja, er schläft auch. Da habe ich ja richtig tolle Dinos. Ah, wie cool. Ihr bleibt bloß da oben. Weh, kommt jetzt hier runter. Uiuiuiui, hallo. Oh Gott, das. Da. Oh mein Gott, der Schwanz. Oh mein Gott, ist der hübsch. Böse Saberkatze, weg mit dir. Ach, Saberkatze, sag ich schon, böse Tüler. Oh mein Gott, du bist so wunderschön. Du hast so richtig schöne Farben. Oh. Oh, wie sie schläft. Und, oh, schaut euch diese Zähne an. Ich glaube auch, unser Giant Raptor ist bestimmt auch schon gezähmt. Aber wir warten jetzt noch auf die Hübsche hier. Schlaf, Engel, schlaf. Ja, Queen, schau mich nicht so an. Ich kann nichts dafür. Nee. Uah. Hallo, Gorgeous. Oh mein Gott, bist du hübsch. So, Giant Raptor. Yep, sag ich ja. Die junge Dame ist auch fertig. 304 Level hat sie. Eieieiei. Hallöchen. Ach, wie sie guckt. Redest du mit mir? Hi. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Ui. Guck mal. Was? Oh mein Gott. Ich sehe jetzt erst, der ist ja riesig. Ich glaube zwar nicht, dass er so viel Schaden macht. Schadentechnisch geht, aber... Wow. Wow, guck mal. Wow, ist der hübsch. Er ist zwar nicht stark, aber er ist pretty hübsch. Ui, und diese Federn. Oh mein Gott, und diese Schwanzfedern. Ai. Ach. Ach, Gorgeous. Nochmal, komm schon. Diese Federn, wow. Wunderschönes Tier. Oh mein Gott, es tut mir leid, Jabor. Ich habe ihn zu einfach zertrampelt. So, was kann unser Piepmatz? Kann ich den auch so reiten? Ja, natürlich brauche ich für den Sattel. Mist. So, Babys. Ich würde sagen, wir gehen nach Base unten. Nein! Lass mich doch einfach durch. Das ist doch ein Notfall. Warum komme ich eigentlich nicht weg? Ich glaube, du bist ein bisschen buggy, mein Freund. Kann das sein? Ich hole jetzt noch den Rest. Aber der sieht nice aus, aber der Tabo. Ui. So, Mr. Giant Raptor. Ich würde sagen, ich probiere dich doch mal aus. Also, Linksklick. Oh, der Sattel ist ein bisschen kaputt. Rechtsklick. C. X. STRG. Q. R. Okay. Hallo? Ach, wie cool es ist. Was? Nochmal, bitte? Wie meinen Sie das? Habe ich nicht verstanden. Bitte? Ach, der Piepmatz ist schon lustig. Der ist cool, aber ich glaube, der ist nicht so gut. Der sieht auch sehr kaputt aus, wenn ihr... Schaut mal, ich renne mit ihm. Guckt ihn seine... Guckt euch die Beine an. Okay, er ist kaputt. Aber egal, wir haben einen schönen Dino. Also der sieht wirklich cool aus. Den stellen wir hier neben unseren Terry. Ich glaube, hier steht das schon ganz richtig. Ja. Aber der Tabo. Oh, das ist so ein schöner Dino. Ich will jetzt gucken, ob ich für dich einen Rex-Sachen machen kann, damit du noch ein bisschen mehr an Stärke gewinnst. Also, dass du so ein bisschen geschützt bist, weißt du?
Auch wenn ich bei dir in deinem Fell sitze, beziehungsweise in deinem Gefieder. So, Big Boy. Ich hoffe, ich kann Sattel bei dir draufpacken. Ja, wir können. Oh. Der Sattel ist zwar drauf, aber er verschwindet sofort. Aber es ist gar nicht schlimm. Boah, der ist so hübsch. Guck mal, wenn wir ihn jetzt gegenüber von unserem Aggro stellen, der kann schon. Guck mal an hier. Eine Schnauze an Schnauze hier. Au, oh, der Sattel, da war der Sattel. Habt ihr ihn gesehen? Aber schaut ihn, also wirklich jetzt mal ohne Flachs, ne? Die Animationen von denen sind der Hammer. Und schaut euch mal die Hinterbeine an. Wartet mal, wie sich das bewegt. Seht ihr das? Mit den Schuppen und so, das ist wow. Aber ich finde sowieso, in Atlas finde ich, die Dinos sehen dort sowieso Hammer aus. Aber er... Du bist so schön! Oh mein Gott! So, jetzt seht ihr hier auch nochmal das wunderschöne Vorderprofil von ihr. Also ihr wisst gar nicht, wie sehr ich sie liebe. Ich habe mich so sehr in sie verliebt. Die ist mega. Die ist wirklich mega, mega, mega hübsch. Ich werde auch in der nächsten Folge mal drauf achten. Oder vielleicht mache ich das auch einfach außerhalb der Aufnahme, dass ich noch ein Männchen zähme, dass ich die dann paare und dass wir dann ein süßes Baby draus kriegen. Oh, das wäre so toll! Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben die wunderschöne Dame hier gezähmt. Wir haben den blauen Giant Raptor gezähmt. Wir haben Echo gezähmt. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben drei Dinos heute gezähmt. Drei Stück. Auf jeden Fall dürft ihr für die wunderschöne Tarbosaurus-Dame hier einen Namensvorschlag in die Kommentare schreiben. Für den Giant Raptor dürft ihr gerne auch ein paar Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Beides sind tatsächlich Weibchen. Echo wird Echo bleiben, weil es ist Echo. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, wenn euch die Folge doch gefallen hat und ihr die Tarbosaurus-Dame und den Giant Raptor genauso cool findet wie ich, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Kommi da. Also bis zum nächsten Mal.